Hallo Leute, hier sind wir wieder bei Dicke Money Tutorials. Heute werde ich euch zeigen, wie man die neuen Sachen macht auf Beta 1.7.2. Also das erste Mal ist ein Schieber. Ein Schieber. Für ein Schieber braucht man, also ist eine Crafting Table. Das habe ich nicht. Das hier habe ich das Holz. Crafting Table. So, dann kann ich das hier hin. Und so. Holz, so. Da brauchen wir Holz, also der Wohnplanks, drei oben. Und dann brauchen wir noch Cobblestone. Also so. Und dann noch so. So, ich mache ein paar mehr. Kann ich jetzt nicht gerade, aber so. So, und jetzt brauchen wir noch Redstone. Da grabe ich mich schnell runter, wenn ich Glück habe. Geht ganz schnell. Eine Höhle, auch gut. Höhe, nein, noch nicht. Kann noch nicht geben. Ah, hab wieder den Schnupfen. Ja, aber egal. Noch lange nicht. Bei 10 so. Könnte ich hier auch noch eine TNT reinlegen. Also so schnell finden. Ah, ganz für TNT noch. Das neue 1.7 kann man nicht mehr zerschlagen, dass es funktioniert. Sondern man muss es so einen Hebel haben. Eben dafür kann man es kaputt nehmen. Also ich habe immer so einen Hebel vorne dran. Oh, kack. So. Oh. Lapis Lazuli. Na, was macht das Ding, wo wir brauchen? Eben so, Hebel vorne dran. Da ist zu weit weg. So. Hier hat es. Sieht recht witzig aus. Mehr. So, dann habe ich es auch gezeigt. Also, jetzt zeige ich eben den Schieber und noch die Schere. Aber zuerst den Schieber. Ah, hier ist das Loch. So, geht es eine Weile. Wenig. So, oben sind wir. Dort ist es. Und nochmal das gleiche. Oben 4. Okay. Unplanks, Mitte Iron.
Iron, also Eisen, gebranntes Eisen. Und dann Cobblestone so. Und Redstone. Jetzt noch Redstone. So, da haben wir einen Schieber. Und das zeige ich, was das gut ist. Kann man so, also System auf diese Richtung. Hebel dran. Oder kann ich zum Beispiel hier einen Stein hinlegen? Da kann es wegschieben, ist ja logisch, oder? So. Aber es kommt nicht mehr zurück. Dann gibt es noch den Klebeschieber. Also. Ja, und das zeige ich noch kurz. Kann hier dahin einer. Und jetzt beide gerade weg. Alle drei. Ja, ist sehr stark. Und ist noch recht witzig. Ich werde jetzt zeige ich noch kurz, für was noch gut ist. Da habe ich etwas vorbereitet. Also hier kommt Wasser rein. Und dann kann ich hier, dass es stoppt und aufgeht, kann ich hier runtergraben. Kann ich hier einen Schieber hin. Und oben dran. Sand. Sand, Sand, Sand. So, da müsste ich jetzt eigentlich so tief graben. Ersetzen. Hier ist der Schieber. Dann habe ich mir noch so. Habe ich noch hier oben eben so Gras, also Erde, das nicht unterfällt ist. Habe ich hier. Noch ein Trick von mir. Dann weiter. Okay, hier habe ich vergessen. Dann mache ich das schnell zu. So. Ja, wir haben vergessen. So, und wieder gut. Ja, auch wieder ein Schieber. Ah ja, genau, das habe ich auch noch nicht. Aber hier haben wir so, der ist der Schieber. So, könnte ich jetzt Redstone nehmen. Ah ja. Redstone. So. So. Thomas Wasser. Das ist noch dunkel. Nein, das machen wir noch schnell fertig. Erde. Ah, hier habe ich Erde. So. Ich so rauf. Und schon wieder das dumme Wasser. Ja, es kommt immer wieder. Brauche ich noch mehr. So, dann kann ich hier so. Geht hier rauf und so. Ja, das gelingt. So. 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 Und jetzt kann ich hier einen Schalter. Und jetzt müsst ihr schauen. Also das zu. Das hier auch. Und das hier auf. Dann, also schiebt den rauf und es blockiert alles. Und dann, ja,
Dann will ich den noch verbinden, aber ja. Einfach so verschieben. Und der klemmt wieder runter. Ja, das war der Schieber. Und jetzt die Schere noch. Ich brauche ein Bett. Und die Schere ist eigentlich sehr einfach. Nur so. Eisen, geschmolzene Eisen. Und da haben wir eine Schere. Und mit der Schere kann man neu die Blätter abschneiden. Also man bekommt Blätter. Und kann man aufstellen, aber schade ist eben, es kann nicht. Also nur allein geht's nicht, dann verschwindet es. Man muss es mit einem Ast, also mit also einem Baumstamm daneben hin. Sonst verschwindet es nach einer kurzen Zeit. Und eben, das ist ja nicht dumm, aber nein, das ist noch. Ja, beides ist es, dumm und so. Hier ist ein Schaf. Und wenn man nur draufschlägt, bekommt man nicht erst am Schluss und dann nur einen. Da muss man rechtsklicken. Und das stellt alles ab und meistens bekommt man jetzt mehr als normal. Das ist sehr hilfreich, ja. Das waren die wichtigsten Sachen. Ja. Ah, genau, ist auch der Schieber. Da muss ich kurz zusammenschneiden, das habe ich nicht. Hallo, hier sind wir wieder bei Dicke Money Tutorials. Jetzt war ich ja fort. Ich habe gesagt, eine sticky Piste. Und die zeige ich euch noch. Also, zuerst brauchen wir noch eine normale Piste. Normal wieder. Wooden Planks 3 oben. Also, ich mache ein paar mehr. Unten Cobblestone. In der Mitte noch Eisen. Also, gebranntes Eisen. Und so unten noch Redstone. Habe ich zweimal. So, kann ich hier hin und dahin. Nehme ich auch zwei fort. Und jetzt habe ich Sticky Pisten. Und mit Sticky Pisten kann man das mal, wo ich jetzt zeige. Hier hin wieder. Da kann ich hier einen Klotz hin. Wieder der Schalter. Und dann drücken. Und eben, das ist wieder genau gleich. Es schiebt er weg. Aber mit dem Sticky kommt es aber nicht zurück. Also. Es klebte dran jetzt. Ich sehe, das ist ja nicht sticky, also. Ja, sehr nützlich. Also, ich bin, habe ich nicht auf das weitere Thema beschäftigt, aber es nimmt auf zurück und das ist noch witzig. Ja, jetzt habe ich, glaube ich, alles gezeigt, was man muss, also was neu ist. Die Schere habe ich auch. Ja, dann das war's für heute von Dicke Money Tutorials.